get no sleep last night, I'm late. But time will tell, yo. Said if you love me, why would you. Mit so Michael Jersen, Jordan? I don't know myself, yo. That one there is a work of art, but cannot fit on the show. Was geht, Freunde? Willkommen wieder zurück zu einem Video. Und zwar heute Blind Dated Alexis. 15 Männer, also 15 versus Alexis. Kein Blind Date, aber 15 Männer versus Alexis. Ich bin auch dabei, aber das ist halt auch noch ein bisschen länger her gewesen. Das war auch bei dem Dreh, wo meine Folge war. Ne, nicht wundern. Lasst mir gerne liken, kommentieren, Abo da. Votet gerne in den Kommentaren für mich zum upcoming Stream auf dir, Freunde. Würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Kommt gerne immer in die Streams. Ich bin immer ab 18, 19 Uhr live, Freunde. Bleibt da aktiv für meinen Insta-Stories. Dann werdet ihr mehr erfahren. Oder joint gerne dem Discord. Vielen, vielen Dank, Freunde. Küsse eure Herzen. Wir gehen rein ins Video. Slums up. Hola! Leute, es ist wieder soweit. In diesem Video datet YouTuberin und Streamer Alexis, bekannt durch die vom Format Alexis Around the World, 15 Männer und muss darunter ihre große Liebe finden. Wie viel machst du mit OnlyFans? Fertig. Moin, ich bin die Alexis, komme aus Berlin, bin 26 Jahre alt, hier, um heute meinen Traummann zu finden. Ich hoffe, es wird mir gelingen. Was ist das für ein Geräusch? Digga, ja, guck mal. Der kommt hier reingedießt, Bruder, ja. Ey, Chat, sagt ehrlich, sehen wir nicht ehrlich aus? Sehen wir uns nicht ähnlich aus? Size matters, aber ich hoffe, dir kommst du nicht nur auf die Größe an. Slim Shady. So eine Mischung aus Slim Shady und bisschen Bushido? Ja. Bushido? Bushido ist crazy. Grüß dich. Hey. Nicht wundern, Chat. Das, ich habe ja gesagt, ich mache nicht mehr bei so Date-Videos mit. Das war also letztes Jahr bei meinem Dreh noch, also ist ja länger her. Hi. Ja, starker Auftritt. Auftritt. Ja, danke schön. Wow, ich bin begeistert. Danke sehr. Wow, krass. Ja, okay, erzähl mal was von dir. Was soll ich von mir erzählen? Ich bin der Kevin mit scharfen V. Mit scharfen V? Genau, mit scharfen V. Ah, okay. Und ja, die Firma gehört mir, die Hot Rod Brothers. Wir machen Touren damit durch. Macht der Clever Chat. Erste zwei Sekunden direkt Promo, Digga. Aber heute bin ich wegen dir. Deswegen erzähl mal was von dir. Ich soll was von mir erzählen? Auch, ja. Ja, das ist clever den Ball zurückgespielt. ja, ich bin auch hier, um einen tollen Mann kennenzulernen, ne? Dann bist du schon mal ganz genau richtig, ja. Ja. Oh, selbstbewusster Mann. Cool. Und du machst durch Köln diese Touren, bietest ja, genau. du an, oder was? Wir haben 43 Stück von den Autos und machen City-Touren. Aber wie gesagt, wir sind wegen dir hier. Welcher Mann hat 43 Wagen? Ja. Willst du Sachen über mich wissen? Ja, erzähl mal was von dir. Gerne. Also ich bin eigentlich Eishockeyspieler noch nebenbei. Was mache ich noch gerne? Ich gehe gerne in die Sauna, sehr regelmäßig sogar, dreimal die Woche tatsächlich. Oha, dreimal die Woche in die Sauna? Also ich war einmal in der Sauna-Chat, war auch für mich das letzte Mal. Ich konnte so viele nackte Opas und Omas nicht tanken, Bruder. Das war zu viel für meinen Kopf. Ich habe aktiv zu meinem Kollegen gesagt, Bruder, ich möchte nicht in die Sauna. Ich habe Angst, dass ich in der Sauna einen Steifen kriege, weil da ja nur nackte Leute sind, ne? Bruder, ihr müsst euch ja vorstellen, Chat, ihr sitzt so eingeengt mit Omas, Opas und so oder Müttern in einem Raum, alle nackt. Das ist so widerlich. Digga, ich hatte so Angst, dass ich einen Steifen kriege. Die Woche gehst du in die Sauna. Ja. Ich habe selber einen eigenen, deswegen. Sauna ist cool. Mhm. Sauna. Los. Auch in die Therme, deswegen. Ja. Cool. Genau, das sind meine Hobbys. Und Reisen auf jeden Fall. Reisen, das ja. ist gut. Ich bin auch sehr viel am Reisen. Ja, Alex around the world, klar. Ja. Ich glaube, ich kann ja eines. Hast du einen Steifen bekommen? Nee, ich war viel zu konzentriert darauf, dass mich nicht irgendwie so Hängeeier treffen von irgendeinem Opa. Also ich habe mittlerweile schon 109 Länder gesehen. 109 Länder? Ja. Okay, was war die schönste Reise, die du bisher hattest? Schönste Reise? Also schönste Reiseort? Schönste Reiseziel? Boah, das muss man nochmal kategorisieren, aber für mich geht es wahrscheinlich jetzt nochmal nach Rio. Also in Brasilien, Brasilien, Kapstadt, das ist so. Boah, hätte ich so Bock mal nach Rio, Bruder. Meine Lieblingsstätte? In die Favelas! Ja. Okay. Bam. Ich finde dich sympathisch, ich will mehr erfahren. Weiter. Okay, mach weiter. Dankeschön. Ja. Er hat richtig gut gemacht, ernst. Ich bin nämlich auch. Crazy Cap, by the way. Dachte ich mir. Umatra, was macht Umatra hier? Ich habe gar nicht gesehen, dass der hier ist. Moin. Ich bin der Yannick. Mein heute eigentlich der Fahrer. Und bei meiner Freundin. Tote Brille! Tote Nase, tote Maske. Ah, tot, alles tot, Chat. Das gibt einen toten Stempel. Auch nicht wollte, dass ich heute hier mitmache, habe ich mich verkleidet. Er ist auf Undercover hier. Warte, du hast eigentlich eine Freundin? Ja. Deswegen hast du dich verkleidet, um trotzdem zu machen. Ich bin heute eingesprungen, genau. Der Fahrer. Ah, du bist eigentlich der Fahrer. Geil. Ja, starker Move. Aber das geht nicht. W Fremdgeher, Chat. Chat, guck mal, manchmal ist Fremdgehen sogar okay. Das können wir nicht machen. Schön, dass du da warst. Alles klar, schönen Abend. Raus. Zuerst dachte ich, er verkleidet sich als Eric Cartman. Wegen dem Ach Pulli so. Ja. Nein, das war Umatra Cosplay. Ich weiß nicht, woher Snipska Eric Cartman gesehen hat, ne? Umatra. Hi.
Hi. Tim, grüß dich. Oh, hi Tim, freut mich. BWL-Student. Ja, ohne Scheiß, ich wollte gerade sagen. Der verkauft mir gleich was. Boah. Ich bin nicht so. Ich wollte, guck, Bruder, ich wollte es jetzt gerade sogar sagen. Ich habe es damals schon gesagt. Der Bruder Herzens verdreht mir einen Vertrag an, Chat. Wenn ich da unterschreibe, Chat, ich habe gratis jedes Jahr eine Waschmaschine neu. Voll die nassen Hände. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Ja. Boah, der Arme. Du brauchst nicht nervös sein. Ich bin nicht so der Ammerspruch-Typ. Ja. Deswegen wollte ich was von mir. Sprüche sind auch immer ein bisschen, weiß ich mag das nicht so. Ich wollte was aus dem Herzen machen. Ja. Ich habe eine Kleinigkeit gebastelt. Kennst du noch aus der Grundschule diese Drück mich? Oh mein Gott. Oh, das ist aber cute. Musst du einmal draufdrücken? Ich drück. Genau. So anstrengend, ich habe es nie verstanden. Junge Mädchen? Oh, ich kenne das aus der Schule. Ja, ich bin Mädchen. Okay. Okay, jetzt ganz wichtig. Welches Symbol wählst du aus? Stern, Baum, Quadrat oder Alexis? Was sollst du sein? Oh, ich nehme einen Stern. Den Stern? Ja. Sie ist Alexis selber zumindest ein bisschen so, weißt du, ja. Vielleicht. Ah, krass, okay. Hier steht, du findest Tim, also mich, sehr sympathisch und lässt ihn eine Runde weiter. Wow. Ey, das ist richtig kreativ. Smooth geschickt. Ey, Chat, wisst ihr, was ich krass finde? Shoutouts an ihn und so, ne? Shoutouts an ihn und so, Bruder. Aber er war einfach zu Hause, Bruder, aktiv. Wirklich, er war zu Hause, hat ein Blatt genommen, alles draufgeschrieben, gefaltet, organisiert. Crazy, Bruder. Allein dafür muss man ihn weiterlassen. Deal aber. Tim, finde ich richtig gut. Ja, danke dir. Ich lasse dich weiter. Oh, du hast dir Mühe gegeben und das Ding hat mich voll an die Schulzeit erinnert. Finde ich toll. Tryhard. Er hat immer getryhardet eigentlich, ne? Привет, я Майк. Я понимаю по-русски немного, но я изучаю. Chat, der hat gerade einfach gesagt, ihr sollt mal gerne einen Follow und gerne einen Prime Sub da lassen. Только для тебя. Er hat gesagt, er kann kein Russisch auf Russisch. Ja? Ja. Aber cool, oder? Ja, ich schon. Ne? Er hat sich Mühe gegeben. Ach, Alexis ist Russin? Ja, ja. Super, du hast versucht, Russisch zu reden. Wusste ich mal. Sehr gut. Versucht. Ja, also, hat sich gut angehört, aber sehr viel Akzent. Aber mein Russisch ist genauso schlimm. Mhm. Ist es deine Muttersprache, oder? Meine Eltern reden es zu Hause. Als Kind war ich ein bisschen zu stur, um das zu lernen. Deswegen habe ich immer Ohren zugehalten. Ich meine so, redet Deutsch. Aber, ja. Aber du kannst alles verstehen. Verstehen, besser als sprechen tatsächlich, aber ich versuche es alles nachzuholen. Cool. Also ich finde es richtig. Er meinte Slums Up seine Bewegung. Gut, wenn man einen Partner hat, mit dem man die gleiche Muttersprache teilt, weißt du? Und dasselbe Essen. Ja, dasselbe Essen. Ist auch wichtig. Finde ich richtig gut. Ja, ich möchte dich mehr kennenlernen. Du bist weiter. Auf Danke. Safe. Klar. Hi. Hi. Louis, ich habe heute nichts mit dabei. Das heißt, mit dem Hot Rod kann ich vielleicht nicht so mithalten. Ich kann leider auch kein Russisch. Russischen Akzent kriege ich dann doch noch hin. Wie ruhig er redet, hä? Ah, aber hast du russische Wurzeln, oder was? Nee, ich kann nur den Akzent. Alexis, bitte. Russische Wurzeln habe ich nicht eigentlich. Meine Familie kommt aus der Schweiz. Geld. Digga, warum finde ich mich manchmal selber so witzig? Russische Wurzeln habe ich nicht eigentlich. Meine Familie kommt aus der Schweiz. Geld. Dieses delayte Lachen, so richtig tot. Okay, ja, ich habe jetzt sehr viele weitergelassen. Du musst mich irgendwie überzeugen. Oh, sie macht Druck. Clever, ja. Richtig. Was kannst du denn gut? Kannst du einen Handstand? Kannst du irgendwas? Einen Handstand kann ich leider nicht. Nein? Nee, soweit nicht. Probier's. Was ich gut kann, ich kann. Probier's. Wenn du jetzt einen Handstand hinkriegst, lasse ich dich weiter. Echt? Ja. Aber an der Wand oder normal? Wie du willst. Normal. Oh Gott, versuch das, normal. Das wird ja ein Spaß. Okay. Wie lange muss ich den halten? Muss ich lange halten? Nö, einfach Hauptsache irgendwie. Wie kurz. Machen wir den denn? Meine Damen und Herren, Handstand-Tutorial mit Daniel Slam. Wenn ihr einen Handstand vollführen möchtet, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr das Gleichgewicht haltet und eure Arme stabil, Boden, schulterbreit stehen, okay? Nee, war kein cleaner Handstand, stimmt. Nee, war kein cleaner Handstand, stimmt, ne? Nee, toter Handstand. War das lang genug? Deine Beine waren irgendwie nicht so hoch. Muss ich die gerade machen? Ja, probier's nochmal. Okay, ich habe noch einen zweiten Versuch. Okay. Probier die weiter hoch zu machen. Weiter hoch? Ja. Okay, dann. Ey, andere Schwierigkeiten. Oh mein Gott.
Yeah! Geht meiner, guck mal, wisst ihr, was das Problem bei seinem ist? Und jetzt müsst ihr mal mit meinem vergleichen, Chat. Seiner war zwar clean, ne? Also für viele schaut es clean aus, weil viele halt nicht so viel Plan haben von Handstand, aber brüderlich. Ihr müsst, guck mal, und das ist jetzt hier das Problem. Er steht nicht kerzengerade, Chat. Bei mir habt ihr ja gesehen, eine Linie, mit, also mit dem Körper eine Linie, hier ist halt mehr so ein Bogen. Aber egal, die einen machen so, die anderen so. Das war gut. Ich lass dich weiter. Sehr nett. Vielen Dank. Ey, Alexis, die ist so lieb für diese Welt. Ich mach gleich rückwärts, also lässt du mich dann auch weiter, Digga? Hi. Moin. Ich bin Nils. Ich hab uns gerade zwei Flüge nach Madagaskar gebucht. Hast du Bock mitzukommen? Nach Madagaskar? Ja. Warst du da mal? Nee, ich war da noch nie. Okay, ich kann noch stornieren. Stornier mal. Crazy, wirklich crazy. Okay. Ich muss es raus. Ich, guck mal, ich da links, Digga, komplett Schock. Schonier mal. Okay. Ich muss dich raus. Anni! Trotzdem sehr sympathisch. Oh mein Gott, das war das Schmerzhafteste, was ich je mit ansehen musste. Hi, freut mich. Piano. Lucio. Well. Lucio. Hi, wie heißt du? Piano. Genau. Okay, der Name gefällt mir schon mal. Das freut mich zu hören. Ganz kurz, abwegig davon, ne, ich meine, schlussendlich ist das nicht relevant, aber darf ich fragen, was du für eine Herkunft hast? Ja, ich habe russische Wurzeln. Russisch, okay, stark. Ja. Okay. Ich bin halb Brasilianer, halb Deutscher und wenn du Lust hast, mich weiterzulassen, können wir danach gerne ein Caipirinha zusammen trinken. Caipirinha? Ja. Er weiß, dass er Riss hat. Er weiß, er hat. Ich trinke nicht so oft Alkohol und so, aber einen alkoholfreien. Ipanema wird. Jazik vor seinem ersten Hit. Das dann. Ipanema, ist das alkoholfrei? Genau, das wäre der alkoholfreie Caipirinha. Kennt sich mit Drinks aus? Ja, ist er Barkeeper? Wirklich, Bro, ist Barkeeper, Bruder. Ja, ich lass dich weiter, weil deine Augen. Ja, ne? Ja, das war's. Ja, ja, er hat krasse Augen. Die sind krank. Dankeschön, das freut mich zu Und das sage ich selten zu einem Mann. Dankeschön, das ist auch wirklich krass. Wirklich crazy. Heftig. Und sie ist verzaubert. Ja. Ich danke dir vielmals. Wir sehen uns gleich. Ja, bis gleich. Digga. Es ist, Hi. Hi. Ey, wie höflich ihr alle seid. Hier die Hand schütteln und so, finde ich gut. Gentlemen. Hey, ich bin AJ. Ah, du hast trockene Hände. Nutzt du Handcreme? Stimmt. Nee, der Jürgen Würger deines Vertrauens. Nutzt du Handcreme? Ja. Ist immer so, ja, auch Männer können Handcreme nutzen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin AJ, bin 21. AJ? Ja. Also Spitzname, eigentlich Alex. Ah, hi Alex. Und ich spreche fließend Russisch. Oh. Meine Eltern Russen. Super, ja. Wie alt bist du? 21. Kannst du Liegestütze? Bist du sportlich? Ja, ich gehe ins Fitness. Aber der ist so richtig schüchtern, der Junge. Wenn du die Geschütze machen würdest, wie würdest du schaffen? Ich will jetzt nicht so hoch pokern. 30. Wie viel? 30. Okay, das ist aber crazy, Chat. Von Alex auf AJ ist crazy. Wie kommt man denn vom Spitznamen Alex auf AJ, Chat? Da wäre eine Devour-Cap besser. Bin ich komplett bei euch, Chat. Bin ich komplett bei euch. Aber wie kommt man denn von Alex auf AJ, brüderlich? Nochmal 30 Liegestütze. Boah. Nachname mit J. Ja, okay, aber ich weiß. Aber AJ? Boah, was macht sie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja! Ja, was ist das denn? Ja. Der macht gleich Beine auf. Oder du bist Streamer und Fettsack, sei mal leise dahin. 18. Violation. Boah, ja, was ist das denn? Der macht gleich Beine auf. Oder du bist Streamer und Fettsack, sei mal leise dahin. Einfach violated, Digga. Was macht Revi da mit mir? Digga, er hat mich einfach. Lol, hä? Ich hab's voll vergessen, Bruder. Digga, hä? Was hat Revi mir da für einen Spruch gedrückt? Ich muss mal wieder ein Verbot austeilen. Dieses Mal an Revinzeit heißt der gute Mann. Ist ein Minecraft-Streamer gewesen, so mit Minecraft, so Real-Life-Stuff. Frankfurt zu Göttingen, zu Köln, zu Stuttgart, zu Düsseldorf, zu Hamburg, zu Köln. Bruder, es ist alles. Ich brauch gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Es ist alles zu, mein Bruder Herzens. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, go, 1930, stark. Okay. Kann sein, in jeder Stadt, die du aufgezählt hast, hat er Immobilien ernst. Okay, hab's geschafft. Okay, krass, du bist sogar voll sportlich. Russische Wurzeln, du bist sportlich, siehst gut aus. Die Jungs sind jetzt immer 5 Jahre jünger. Jetzt sagt sie nein, nachdem er 30 Liegestützen gemacht hat. Mann, ich kann dich nicht weiterlassen. Boah! Digga, das ist, Chat, das ist wirklich brechend. Bruder, 30 Liegestütze für Nein ist crazy. Weil ich hab zu viel schon weitergelassen. Ja. Ich muss dich gehen lassen. Die ganzen Liegestütze umsonst, der Arme, ja. Wirklich umsonst einfach diese Liegestütze machen. Das ist hart, Digga, Liegestütze für nix. Der Arme. Hi erstmal. Hi. Schön sieht's aus. Auch dankeschön. Der Jiggo. Sieht auch gut aus. Danke, danke. Sieht aus wie so ein bisschen so ein Hipster. Kann man so nehmen, ne? Kann man ich so hab dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Oh. Die würde ich dir einmal überreichen. Für deinen Hund, Alani. Oh, war mein Leckerchen. Och, Gottchen. Gerne.
Oh, ich find's so toll, dass du weißt, wie mein Hund heißt und so. Ja, ich hatte auch mal einen Mops. Crazy Stalker. Aber er hat geiles Ace-Tattoo. Ja? Aber einen hellen. Er hat crazy Ace-Tattoo. Der ist leider vor 2 Jahren verstorben. Oh, wie alt wurde er? Ich glaube 12, 13. Er ist auch Tryhard, Bruder, er ist Tryhard. Okay. Ich küsse dein Herz. Du hast coole Haare. Dankeschön. Ich mag Locken. Sehr gut, ja. Finde ich sehr gut. Auch coole Schuhe. Dankeschön, danke. Aus welcher Stadt kommst du? Ich komme aus Ecke Duisburg, Oberhausen. Ach, Red Flag. Gefährlich, Duisburg. Echt? Echt? Mag's loben. Ah, wie war dein Name? Jan Niklas. Niklas? Jan Niklas. Jan Niklas? Ja, kannst du mich auch Janni nennen. Jan Niklas! Niklas ist mit Bindestrich. Ah, das ist ein Doppelname. Niklas. Jan Niklas? oh mein Gott. Jan Niklas. Das ist. Ich muss dich gehen lassen. Wenn das so ist, dann ist das so. Es war ein Korb, der schwer fiel, ja. Aber ne? Ja, ja. Sie bricht ein bisschen. Na gut, okay. Alles Gute dir, ne? Wünsche ich dir auch. Hat mich gefreut, ne? Sie beschreibt einfach Edis Locken sportlich. Hallöchen. Hallöchen. Vasi. Vasi. Hi. Wir haben uns auf der TwitchCon kennengelernt. TwitchCon Paris? Mhm. Mm. Mit Lola und Kilian. Ja. Erinnerst du dich wahrscheinlich nicht mehr? Wenn ich ehrlich bin, nein. Aua. Viele Gesichter. Ja, ja, ja. Aber für mich war da schon klar, dass du es bist. Das Griechisch, ist, ne? Russisch. Ah. Passt gut zusammen. Griechisch, ja. Ich finde griechische Männer attraktiv auch meistens. Ja. Die Sprache finde ich immer sehr so, Latino. Ja, so schön. Latino. Ja, kann man so sagen, Latino? Es hört sich gut an, deswegen sage ich es halt. Ja. So, und ich dachte, wenn ich dich zum Lachen bringe, musst du mich weiterlassen. Das finde ich. Woher kommt Latino, Bruder? Gut. Du hast mich noch nicht zum Lachen gebracht. Nee. Nee, ich hab noch nicht gelacht. Schaff ich's? Ja, dann probier mal, weil ich liebe Humor und ich liebe es, wenn Männer lustig sind. Okay. Also mach irgendwas, worüber ich lachen muss. Kann krass werden oder es kann richtig in die Hose ja. gehen. Ja. Ich kann Autotune ohne Autotune. Around the world, around the world. Around the world, around the world. Oh, Digga, what the fuck? Bruder, guckt euch meinen Blick an, Bruder, ich war baff, Morok, ich war baff. Around the world, around ich war baff. Guck mal, Zabex neben mir auch. Around the world, ich hab starke Schmerzen in jeder Zelle meines Körpers. Oh mein Gott. Ich glaube, das war ein Lachen. Ja, wie geht man jetzt damit um? Ja. Das war echt ein Lachen. Also so, ja, okay. Machen wir noch schnell einen Witz, noch irgendwas. Sitzen zwei im Stehkaffee. Sitzen zwei im Stehkaffee. Aber die stehen doch. Nee, die sitzen. Das ist das Paradox. Ah, die sitzen. Digga, Alexis! Oder ich sag, er ist safe so lieber, ne? Ja, ehrlich. Ach, mein Gott, Vasi, das ist gerade so unangenehm. Ich glaube, du moderierst Discord. Soll ich dich weiterlassen? Werde ich es bereuen? Nein. Nein? Bitte. Na gut. Der moderiert Discord. Ich lass dich weiter. Er hat sie, was? Ist weiter? Ja. Warte, was? Ja? Toll, ich soll keinen nur noch einen weiterlassen. Also, dass der weitergekommen ist, ist insane. Hi. Hi. Leon, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Hamm. Ich wurde spontan hier mit reingezogen, also hatte ich nicht wirklich Zeit, was vorzubereiten, aber ich dachte, ich mache mal das Beste raus. Leon, denkst du, so eroberst du ein Herz? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich bin hier, weil ich musste hier einspringen und ja. Eben. Ja gut, Leon, ja, dann befreie ich dich, glaube ich, schnell aus der Situation. Sehr lieb von dir, danke schön. Ja, na gut, schön, dass du da warst, Leon. Ne? Shoutouts an ihn. Das war ja einfach. Hey, na, was geht? Was geht? Frische Mütze. Hey! Frische Mütze, Morok! Er war mit der Devo-Mütze hier und Alexis sagt noch, geile Mütze, ich küsse ihr Herz und ich küsse sein Herz. Cool. Ein Löwe. Ja. Ein frische Mütze, ein Löwe. Alexis Löwe, er Löwe. Ja. Löwe, 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 Löwe. Cool. Erzähl mal was. Ja, ich bin Safa, bin 20. Safa? Safa. Safa, okay. Bin 20, komme aus Bochum, Ruhrpott natürlich. Mhm. Ja, ich bin einfach nur hingekommen, um ein bisschen Spaß zu haben, lachkickmäßig. Cool. Bisschen muss, Spaß, bisschen. Muss immer dabei sein. Muss immer dabei sein. Okay, coole Schuhe. Dankeschön. Fresh. Was sind deine Hobbys? Hobbys habe ich nicht so viele. Jetzt seit 2 Wochen halt in Gyms. In den ich habe nicht so viele Hobbys, geil. Hab einen eigenen Podcast. Cool. Worüber erzählst du? Über Fashion, Streetwear und alles Mögliche gerade. Der Fashion Don. Außer halt natürlich Politik oder Fußball oder so. Ja, kann ich nächstes Mal dein Podcast-Gast sein? Gerne. Ja. Herzlich willkommen. Findest du, ich habe Style? Natürlich. Ja? Cool. Ja gut, für Hihi-Haha-Spaß, dies, das und so,
Nee. Passt nicht. Lag nicht an der Mütze, Chat. Es lag nicht an der Mütze, Chat. Merkt euch das. Die Mütze hat das Ganze geboostet. Lag einfach, Bruder, das, weißt du, der Vibe und so. Du weißt auch. Ich weiß. Aber hat mich gefreut. Mich auch. W Mütze. Daniel, geh mal bitte. Hi, Alexis, ich bin Daniel. Oh, wir kennen uns Daniel. Schon, ne? Kennen wir uns? Ja. Ehrlich? Ja. Oh. Alexis hat eigentlich richtig Hasskicks auf mich gehabt da, damals, also da zu dem Moment auch noch, weil die mich so gar nicht richtig kannte und so dachte, was ist das für ein Spinner. Also ich muss sagen, du bist einfach, also... Guck mal, ich bin ein direkter Mann. Ja, jetzt wirst du meine Schuhe fronten. Nein, ich finde dich einfach extrem geil, wirklich. Ehrlich? Ja. Ey, Chat, das war noch vor meiner Kennenlernphase, atmen. Das war noch vor meiner Kennenlernphase, atmen. Aber Chat, ich bin ein ehrlicher Mensch, ein direkter Mann. Ich bin ein ehrlicher, direkter Mann. Okay. Ist das für dich charmant oder bist du eher so diese Richtung, ich hätte jetzt sagen müssen hübsch? Hübsch. Ja? Ich finde dieses, du bist extrem geil, ist so... Das ist aber so meine Art, weißt du, so. Das ist ein bisschen subtil, ein bisschen vulgär auch, aber... Subtil, kiss, du Eri, was du bist. Ich weiß nicht mal, was subtil heißt. Ja, aber ich mag das nicht, so dieses Vulgäre. Ja. Ich finde so dieses, so, boah, du bist voll die Sexbombe, passt so später zu irgendwann. Weißt du, wenn man so richtig so miteinander schon so voll deep ist, mhm, wenn man noch so frisch und kennenlernen ist, so ey, bist voll schön, boah, voll attraktiv, sexy Outfit, so eher, weißt du? Wäre es zum Beispiel ein Kompliment, wenn ich sage, ich finde deinen Arsch sehr voluminös? Voluminös. Digga, ich fühle mich immer so dumm, wenn ich über meine eigenen Witze lache. Aber Bruder, voluminös, was laberst du, Junge? Okay, guck mal, das beiseite. Also, was machst du denn so hauptberuflich so? Ich bin Content Creator. Was meinst du? Ja, was denn noch? Wie, was denn noch? Was machst du denn noch so? In meiner Freizeit? In meiner Freizeit? Ja. Gehe ich zum Sport, ich reise gerne, ich habe ein Projekt, Alexis Around the World. Ich wollte mies dieses Onlyfans aus hier rauskitzeln, ihr wisst nicht. Okay. Wollen wir mal zusammen Around the World reisen? So zusammen in Paris, am Eiffelturm. Ja, ich habe immer 3 Gäste dabei, ne? Kann ich einer davon sein? Du Eri, guck mal, Bruder, wie ich springe. Du hättest, es gab keine Momente in diesem Video, wo du so springen musst, du Dummkopf. Oh mein Gott, fuck. Bin ich überhaupt dein Type so? Ich mag Bart und dunkle Haare. Wichtig. Ich hab beides. Du hast beides, ja, aber... Musst du ja sagen, wenn du nein sagst, lügst du. Oh Gott. Lass mich weiter. Geh, ich lass dich weiter, wirklich. Das ist ein Problem. Dieses Sesti-Rennen, Digga. Aber hey, Chat, a win is a win. A win is a win. Geh, ich lass dich weiter, wirklich. Das ist ein Problem. Es ist einfach bodenlos. Warum wusste ich das nicht? Wichtig. Wichtig. Hi, Tobi. Hi, Tobi. Du auch? Ich auch? Guck mal, ich mach das jetzt so, weil du kannst mich jetzt nicht weitermachen, weil ich filme gleich weiter. Aber du darfst doch, ich will dich weiterlassen. Ah, oder was? Okay, warte. Nee, warte mal, warum? Ich finde dich sympathisch, ich will dich weitergelassen. Ja, okay, dann mach mal. Aber du musst ja deinen Job machen. Nein, guck mal, du machst die schon. Ah, na gut, okay, du wolltest gerade einen Joker droppen. Ja, ich wollte. Ja, such dir aus, Joker oder ich. Okay, Tobi, ich weiß, das Ding ist, ich weiß, dass wenn du das hier alles in der Hand hast, wird es ein geiler Dreh. Deswegen schicke ich dich wieder hinter die Kamera und ich nehme den Joker. Aber ich finde dich trotzdem. Aber wem? Okay, gib mir einen Rat. Was denkst du? Ich sehe gar nichts. Die beiden mit Cap, jetzt suchst du aus. Ich finde die beiden mit Cap, da, rechts, links. Wie siehst du nochmal? Blau? Ich bin AJ. Jan Niklas. Der Rechte. Okay. Ja. AJ. Alexis! Okay, hast du gut gemacht. Sei ehrlich, bist du zufrieden bis jetzt? Ich bin sehr zufrieden. Ich muss sagen, ich fand alle gut. Ja? Alle, wirklich alle außer Daniel. Oh. Warum macht sie so? Alle außer Daniel ist asozial. Ich weiß auch, ich glaube, die macht das extra vor Cam so, aber nach Kamera will was. Nach Kamera melde ich mich nach Kamera. Ihr seht euch gar nicht, oder? So. Nie eigentlich, wir sehen uns nur bei ihr. Nein, jetzt so. Aber Zukunft, ja? Was sich neckt, das liebt sich. Ja, ne? Du bist ready? Ja, ich bin ready. Ey, hol sie dir, Tiger. Machst es wirklich so. Sag zu einem Nein außer zu mir. Komm, jetzt komm. 7 Männer haben es in die 2. Runde geschafft bei einem Campingausflug. Herausstellen, wer wirklich zu Alexis passt und wen sie aussortieren muss. Digga, das wird so schrecklich jetzt. Hi Alexis, jetzt kann ich mir die Hand geben. Hi, wie war nochmal dein Name? Kevin. Kevin. Ja, moin Kevin. Ja, Chat, Loki, Kevin repräsentiert mich. Haare, Bart, passt alles. Hier. Das war so ein bisschen, ja, Camping. Wäre es was für dich? Nein. Hör schon raus. Du bist sehr selbstbewusst, ja, Alter. Man muss ja nicht direkt in die Wildnis gehen. Was hältst du davon? Du kommst ja auch aus Berlin. Ja. So ein kleines Double Date. Double Date? Ja. Double Date heißt Doppel Date. Double Date, ja. Alani, du, ich und Balu. Oh, du hast einen Hund? Ja. Und dann gehen wir schön zum Müggelsee. Ich kenne da ganz tolle Plätze, wo man super zelten kann.
Alter, er ist so vorbereitet, der Mann ist so ready. Oh mein Gott, wie süß. Ey, Chad, er hat getryhardt wie eins, aber er war richtig stramm, muss man sagen. Er hat's, glaube ich, von allen am normalsten. Und also, Bruder, der Typ, der hat's easy mit dem Daten. Das ist zu krass gewesen. Achtet mal auf seine Aura, Chad. Süß. Will ich's verstehen? Ja, ich glaube schon. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Rüde. Rüde. Ja. Chad, wenn der Typ Kinder hätte, er würde sagen, Tobias, was soll das denn? Sowas macht man nicht. Ah, die wollen Hunde züchten illegal, oder was? Ich bin ab Freitag in Berlin. Ab Freitag bist du in Berlin? Okay, aber jetzt nicht, übertreib jetzt nicht. Absolut ganz gar nicht. Ganz in Ruhe, ne? Da wusste ich ja nicht sofort. Was ist so? Broski wollte noch so nebenbei so abstauben, so. Ich bin in, weißt du, so in, ich bin so in Berlin, so, weißt du, check so. Mit seinem James Harden Bart, stark. Stark, Darmstadt. Absolut No-Gos bei einer Frau. Ja, so die ganzen Basics, klar, Loyalität, Treue. Ja, das ist ja selbstverständlich. Klar, oder? Ich sehe das irgendwie ein bisschen, ja, oder? Cool. Oh, das ist Bro, weil er ist voll vernünftig, so normal. Ja. So. Was gar nicht geht, absolute Negativität. Oh, ja. Aber ich bin eigentlich positiv, ja, oder? Ich bringe so viel Positivität mit dabei. Bist du so ein richtig positiver Mensch? Sehr. Ich liebe positive Menschen. Ich stehe mit guter Laune auf, gehe mit guter Laune ins Bett. Ich liebe es. Sehr stark, Bruder. Sehr, sehr stark. Obwohl das Finanzamt immer im Nacken ist, so glücklich sein ist crazy. Weil ich muss sagen, ich bin eigentlich auch gruppenpositiver Mensch, aber oft so merke ich, ja, manchmal nörgel ich schon rum. Ich kann auch eine Zicke sein. Ich ziehe aber Leute mit meiner positiven Energie. Kannst du mit einer Zicke umgehen? Chat, ich bin auch immer positiv, außer wenn da so ein Brief kommt. Also manchmal bin ich schon zickig. Ja. Scheiße, Mann. Muss ihn weiterlassen. Er muss. Ja. Okay, wenn ich dich jetzt weiterlasse, bist du im Finale, ne? Absolut. Ja, komm, geh mal weiter. Ja, richtig so. Der war super. Safest Ding. Geh mal weiter. Der ist geil, Pause. Bis gleich. Hi, da bin ich schon wieder. Da bist du wieder. Luis, falls den Namen ich vergessen habe. Ja. Oh, Guan Luis. Oh mein Gott, der Schlafsack dabei. Ich habe was mitgebracht, denn ich bin eigentlich immer sehr gut vorbereitet. Deswegen habe ich mal einen Schlafsack mitgebracht für das relativ leere Zelt. Ja. Ich dachte mal, wäre eine ganz gute Idee. Ja, was, wollen wir das aufbauen oder was? Sollen wir das jetzt aufbauen? Ja, mach mal auf. Wie anstrengend, das jetzt aufzubauen, Chat. Bis man, wer alles schon mal einen Schlafsack benutzt hat, wie schrecklich ist das, einen Schlafsack wieder zurück reinzukriegen in diese Kacke? Warum muss ich das? Soll ich das alleine machen? Ja, ich lasse mal den Mann machen. Ich chill immer. Ah, ganz schrecklich, wirklich. Jeder, glaube ich, ist auch nur ein Schlafsack. Das heißt, da müsste man sich einen teilen. Ich hoffe, das wäre dann kein Problem. Ist aber notfalls schlaf ich auch auf dem Boden. Ich glaube, das ist... Sieht doch ganz gemütlich aus. Okay, Chat, mal eine Frage. Warte ich schon mal zelten oder... Bruder, ich glaube, ich war noch nie zelten und hat's auch wirklich noch nie vor in meinem Leben, brüderlich. Bruder, einfach, es können locker so Ameisen in deinen Arsch krabbeln, während du pennst. Wie unangenehm. Ja, sieht wirklich echt gemütlich aus. Wobei, ich würde dich aber auch gut bei 7 US Wild, glaube ich, sehen. Würdest du mich da wirklich sehen? Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Was glaubst du, was für einen Gegenstand bräuchte ich? Nagelpfeile, wegen immer neue Nägel, wie morgen auch. Neue Nägel machen. Ja, du bist echt informiert. Krass, oder? Also, du bist viel auf Social Media unterwegs? Nee. Eigentlich gar nicht. Guckst du um mich? Ja, folgst du um natürlich mir? Nur. Ja, ich finde dich auch super. Ja, ich darf mich alle weiterlassen. Ja, aber mich doch schon. Ich bin ja 3 von 8. Die Zeit ist um. Ich muss dich gehen lassen. Hatte. Toll. Alles klar. Wichtig. Mach Metabrü. Wichtig. Jetzt hat Platz für mich. Chat, ich wollte seinen Downfall. Aber ich fand dich toll. Alles klar. Wichtig. Wichtig. Ah, Bro, du bist ja hier selber noch am Ballen, ne? Deswegen. Ja, ich check. Wichtig. Yay, mein Joker. Du bist wieder drinnen, du bist wieder im Rennen. Ja. Er fliegt mies wieder raus. Er ist so gebrochen. Es gibt dein Bestes. Ich probier's. Ja, erzähl mal, ja, wie stehst du so zum Thema Eifersucht? Eifersucht? Bist du doll eifersüchtig in einer Beziehung oder normal oder ja, alles egal? Ich würde nicht sagen, also eher nicht eifersüchtig. Gut, wenn du mir jetzt irgendwie einen Grund dafür gibst oder so. Dann das wäre jetzt zum Beispiel irgendein Grund, wo du sagst, da bin ich jetzt eifersüchtig. Weil du musst dir bedenken, ich verreise einmal im Monat und habe oft männliche Creator dabei, Freunde so von mir. Kein Problem. Und wenn du dann so eine Reise vielleicht nicht dabei bist oder sowas, aber siehst, ich bin schlimm. Würdest du nicht schlimm finden. Oh, sie ist auf der Suche, sie meint es ernst. Also ich finde es auch zum Beispiel gerade das Thema Club. Wenn jetzt eine Frau in den Club geht. Ja, ist gut. Der muss, Chat, wissen, was das Problem bei ihm ist, Bruder? Du kannst nicht so reden mit einer Frau so. Ja, das Problem ist halt, wenn so Club, weißt du, dann ist halt... Du musst so, Bruderherzen, so! So, mein Bruder, so, weißt du, so richtig mit Brust raus, mit Selbstbewusstsein. Wenn eine Frau in den Club geht! So. Thema. Finde ich nicht schlimm. Also, sie sollen Spaß haben. Cool. Bist du dann eher so der Typ, der dann sagt, ich hole meine Freundin von zu Hause ab und bringe sie sich nach Hause? Ja, also 100%. Weil ich denke mir so, lieber hole ich dich ab und dann kommst du sicher nach Hause. Ja. Als dass du dann irgendwie, er muss so ein bisschen mehr so selbstbewusst sein. Ja, Oh mein Bruder, es ist so krass, Chat. Bruder, ich kann mich selber lesen, Moruk. Ich kann mich selber lesen, Bruder. Ja. Als dass du dann irgendwie, er muss so ein bisschen mehr so selbstbewusst sein. Ja. Das ist so gerade so. Oh, fuck. Nein, ich kann dich nicht weiterlassen. Wichtig! Hol das Ding nach Hause, Großer. Was geht, Ella? Was geht, Jana? Was geht? Nervt nicht. Hey, Mike nochmal. Hey. So,
Machen wir mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Wie isst du deine Vareniki? Meine Vareniki, wie ich die esse? Ja. Ich esse die mit, ich glaube, Schmand. Das Vibe. Also Chat, ich glaube, ich habe schon von jeder Kultur viel mitbekommen, außer von der russischen Kultur. Ich check gar nichts. Von der russischen Kultur, ich check nichts außer Pelmeni, das war's. Sofort. Mit Schmand gefüllt. Weil nee, das nee, mit, ja Inhalt, mit Inhalt, ja, meinst genau, du? Genau. Inhalt, Kartoffeln. Mit Zwiebeln, ganz normal. Zwiebeln? Ja, Kartoffeln und Zwiebeln. Kartoffeln und Zwiebeln, ja. Perfekt. Okay, dann sind wir da auf einer Wellenlänge. Ja. Okay. Er ist wirklich gut. Noch irgendwas über dich. Was machst du beruflich? Machst du Schule, Studium? Student. Du bist Student. Student und halt Nebenjob, was man halt so kennt, ne? Ah. Ja. Was möchtest du werden? Was sind deine Ziele? Marketing. Ins Marketing gehe ich eigentlich. Würdest du mich denn auch vermarkten? Boah, safe. Wie stehst du zu Zwangsheirat? Hä? Zwangsheirat? Nochmal als das Gesprächsthema, by the way, Chat. Apropos Zwangsheirat, bin ich ein riesen Fan von. Chat, falls ihr die Möglichkeit habt auf eine Zwangsheirat, geht das ganze Ding ein. Weil ihr habt keine Kopfschmerzen, eine Frau zu suchen. Ihr habt dann eine Frau so mäßig und weißt du, deswegen ist voll entspannt. Ich wegen meiner Oma, das ist wichtig. Er war so alles kaputt gemacht, Digga. Er war so gut davor, Alter. Aber warte, ich lass dich weiter. Let's go, komm. Easy. Wir sehen uns. Ich will deine Oma kennenlernen. Crazy. Oh mein Gott. Hä? Crazy. Er hat fast gefummelt eigentlich. We talk. Ich rede so mit so einem Lingo, keiner checkt. Da bist du wieder. Tut mir leid für die schwitzige Hand nochmal von vorhin. Ach mein Gott, alles gut. Ja. Warst du ein bisschen nervös? Ja, aber hübsche Frauen schüchtern mich ein bisschen ein. Weil Macher. Okay. Ja? Schüchter ich einen ein? Ja, du starrst einem so in die Augen. Das riecht. Ja, du kannst so mit einem Auge so ein bisschen vorbeischieren. Ich gucke in deine Seele. Ich will dich nicht über das Camping ausfragen. Aber sehr gut. Das gibt mir so ein Setting, Sterne gucken. Magst du Sterne gucken? Sterne kochen? Gucken. Gucken. Ja, so nachts. Ah, ja, doch, so voll. Ich finde das voll romantisch. Stell mal vor, wir liegen hier. Gucken. Ja, was ist für dich das perfekte Date? Ich muss sagen, ich bin da sehr normal. Ich halte davon nichts so was komplett Aufwendiges. Ne? Ganz normal. Man trifft sich jetzt zur Weihnachtszeit auf dem Weihnachtsmarkt. Man lernt sich ein bisschen Weihnachtsmarkt, kennen. Super. Ich finde das auch ein bisschen komisch, wenn man sich direkt zueinander nach Hause einlädt. Nee, das geht auch nicht. Einfach treffen, spazieren gehen vielleicht ein bisschen mit dem Hund oder was weiß ich. Stimmt, das finde ich auch. Das finde ich super. Vielleicht ein Döner essen. Ja, ein Döner essen. Ja. Ja. Aber besser nicht, ja, ich klecker. Ja, ich auch, ich auch. Ich kann den Pulli nicht ausziehen, ich habe mich vor dem Treffen, ich habe ein weißes T-Shirt an, das ist voll gekleckert, deswegen kann ich nicht, mir ist warm. Okay, verstehe. Ich kann dich leider nicht weiterlassen. Schade. Ah, du bist, ach, cooler Typ. Danke. Wirklich cooler Typ. Cool. Hallöchen. Hallöchen. So. Wie fangen wir an? Wie fangen wir an? Der kommt so. Wo fangen wir an? Was machst du? Du bist Streamer, ne? Auf Twitch. Mhm. Seit September versuche ich das Vollzeit in Gang zu bringen. Mhm. Und davor, also ich hab's noch am Laufen, Autoveredelung. Bruder, ich sag dir alles, Stream ist geil und so, aber es macht sehr, sehr viele Kopfschmerzen, ne? Also Autoveredelung? Versiegelungen, Polituren. Hau raus, nee. Lederaufreitung, Polster, alles. Cool. Das heißt, wenn ich mein Auto ein bisschen aufpolieren möchte, komm ich zu dir? Kommst du zu mir. Cool. Kannst du einen Kaffee trinken, sitzen und ich mach das Auto fertig. Ah, das ist entspannt. Schön, ne? Ja, ist echt schön. Okay, was machst du so auf Twitch? Was streamst du? Also, was spielst du? Viel GTA RP. Wie gut kennst du dich aus mit Discord-Rängen? Ja, Reisen. Reisen. Ah, machst du Reisecontent? Unter anderem, wenn es sich ergibt. Jetzt Winter natürlich weniger, Sommer. Paris, von Paris nach Spanien. Cooler Typ, aber no joke. Ja, safe. Da haben wir was gemeinsam. Ja, stimmt. Zusammenreisen. Stimmt, zusammenreisen. Ja. Und zusammen streamen. Boah, irgendwie, ich merke, wir haben so keinen Flow, weißt du gerade? Ja, das Ding hat sich dann wohl erledigt. Wir haben keinen Flow, warum? Ja, haben wir toter Flow, wirklich. Wegen denen hier. Nee, weil ich merke. diesen Flow nicht. Ja. Deswegen muss ich rausvoten. Ja, alles gut. Mann, ey, Vasi. Vasi, Habibi, stream weiter, ey. Ah, was für Überraschung. Da bin ich wieder. Nein, da bist du wieder. Ist okay, wenn ich mich mal so ein bisschen näher zu dir setze. Ja, so. Ja. Guck mal, das Ding ist bei dir, du bist halt so eine Frau, die weiß, was sie will. Das gefällt mir halt einfach ja, so. Ja, ja. So. Kannst du damit umgehen? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, dass du selber Gespräche führen kannst, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Bist du so eine, die schnell heiraten will oder machst du ruhig? Ich glaube, ich würde auch schnell heiraten. Ja? Ja. Dann wollen wir dafür sorgen. Gib mir bitte deine Hand. Ich habe extra einen Ring geholt. Oh Gott, so. Warum musst du das so? Löwe. Ja, Zabex! Ich finde die Runde echt strong. Ja, macht ich er gut. Die gut ja? Da macht er sich gut. Ja, mein Ringfinger, wie findest du den? Du musst mir schon in die Augen gucken. Ist das? Ich werde jetzt. Und.
Also guck mal, du kommst hierher, du rutschst dran, du fällst mich an, das ist krass. Aber einfach aktiv sexuelle Belästigung, sagt sie gerade, crazy. Ich bin ja genauso direkt wie du, weißt du? Ja, ja, ja. Das ist ja genau das, was stimmt, du auch willst. Du willst ja auch einen Mann, der weiß, was er stimmt, will. Stimmt, ich weiß. Eigentlich will ich auch einen selbstbewussten Mann. Genau, ich mag selbstbewusste Männer. Genau, das ist mir halt auch wichtig bei einer Frau, weißt du, dass ich mit der auch reden kann und weiß, ey, die ist für mich da, wenn es sein muss, weißt du? Er hat sie. Meinst du? Er hat sie. Ich glaube nicht. Weißt du was, kannst du, ich würde gern wissen, wie es so wäre, wenn du da drin bist. So, wir gemeinsam. Oh, ich hab's doch gesagt. Okay. Komm. Kannst du erstmal in den Schlafsack rein? Bruder, behindert mache ich das jetzt nicht. Du hast gesagt, wir gemeinsam. Ja, erstmal du rein, ich komme hinterher. Sicher? Ja. Sie wollen behindert nicht. Sie wollen behindert nicht. Du bist eine Lügnerin. Du kannst, was? Du kannst schlecht lügen. Nein. Hä? Hey, mach doch einfach. Ich will erst okay, lass uns doch zusammen rein. Nein, ich will mir so dieses Date so perfekt vorstellen, wie das so wäre, wenn du drinnen bist. Du sagst jetzt einfach, ich gehe rein, dann soll ich wieder so gehen. Nein, das stimmt doch gar nicht. Du hast es doch nicht abgesehen, ich merke das. Nein, das stimmt doch gar nicht. Guck mal, jetzt fährst du mich aber an. Auf, korrekt, hör doch auf jetzt. Ja, ich bin in ihrem Kopf, Morok, ich bin in ihrem Kopf. Weil ich in ihrem Kopf bin, Chat. Weil ich in ihrem Kopf bin. Gesehen, ich merke das. Nein, das stimmt doch gar nicht. Guck mal, jetzt fährst du mich aber an. Auf, korrekt, hör doch auf jetzt. Ich hab dich doch auch auf korrekt angefasst. Gehst du jetzt nun rein oder nicht? Wenn du mein Herz erobern willst und weiterkommen willst. Das sollten aber nicht die Anforderungen sein, um dein Herz zu erobern. Ja, aber ich will gucken, wie du in diesem Dings drin bist. Nee, da bin ich kacke drin. Bist du kacke drin? Ja, alleine schon, ja. Ja gut, dann kriegst du den Ring wieder. Komm mal her. Na, wie kann er das so choken? Ja, nö, ich leg mich da jetzt rein, wie geil. Dann kriegst du erstmal wieder. Hat mich gefreut, dass du hier warst, ne? Dankeschön. Das ist ein Fahrrad. Also bin ich weiter, oder wie? Und mit dem kannst du eine Runde fahren und dann zurück. Also bin ich jetzt weiter, oder wie? Dran darfst du raten. Mach mich weiter, oder ich jag jeden, den du gut findest. Zurück. Also bin ich jetzt weiter, oder wie? Dran darfst du raten. Mach mich weiter, oder ich jag jeden, den du gut findest. Du willst jeden jagen, den ich gut finde? Ja, auch enge Freunde und alles drum und dran. Toast du mir? Ja. Was? Du bist skrupellos. Ich bin mehrfach vorbestraft. Das ist so geil einfach. Ich mag mich einfach. Daniel, du bist... Guck mal. Wirklich? Jetzt mal Chat. Wirklich? Ohne Spaß? Skrupellos. Ich bin mehrfach vorbestraft. Du bist ein geiler Typ, Bruderherz. Wirklich. Du bist zwar... Das Problem bei dir ist, mein Bruder, du bist oft so gestresst und so. Du machst dir oft zu viel Kopf. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, du bist ein geiler Entertainer, mein Bruder. Wirklich. Mach das, was du machst, weiter, Bruder. Und lass dich nicht zu viel stressen. Guck geradeaus nach vorne. Lass dich nicht von links und rechts ficken, mein Bruder. Weil ich stolz auf dich bin, mein Bruderherzens Daniel. Ich liebe dich, Habibi. Mach weiter so, du bist eine geile Sau, mein Bruder. Mach dich nicht kaputt im Kopf. Mach dich gar nicht kaputt im Kopf. Das, was du da lieferst, ist Entertainment, mein Bruder. Weiter so. Und das ist erst der Anfang, Bro. Weil du noch 21 bist, Bruder. Der Weg ist noch lang. Es ist gerade erst der Anfang, mein Bruder. Weiter so. Raus. Kann man mit dem Fahrrad fahren? Ja, ich wollte super gerne, dass du eine Runde Fahrrad fährst. Ernst? Weil ich, kann ich hinten sitzen? Du kannst gerne auf mir sitzen. Ist viel zu klein. Warte, ich will mal kurz fahren. Fall hin, fall hin, fall hin, fall hin, fall hin. Bitte fall hin. Road to Downfall. Ich habe so viel Auge gemacht in meinem Leben, ne? Ja, das Ding ist mini. Tschüss, Alexis. Okay, ciao, Daniel. Ja, gut. Ja. Total, war super. Herzlich. Hi. Und da ist er wieder. Ich nehme den kurz ein Stück beiseite. Ja. Wir hatten vorhin gar nicht so viel Tatsache über Hobbys und so gesprochen. Tatsache. Was sind so deine Hobbys? Was so meine Hobbys sind, Sport machen. Mhm. Mach sehr viel Sport. Ich auch. Du auch? Ja. Cool. Ja, sonst viel Reisen. Mhm. Bin viel am Reisen. Stream. Ja, das sind so meine Hobbys. Gassi gehen mit dem Hund im Wald, große Spaziergänge. Mhm. Ja, so die Basic-Sachen. Okay, cool. Was sind deine Hobbys? Ich mache Musik. Ich weiß nicht, ob dir so Rapper Mittwoch zum Beispiel was sagt. Rapper Mittwoch? Das ist so Battlen auf der Bühne, so Rap-Battles. Checkst ich hab mal was davon gehört. So, da habe ich mir zum Beispiel letzte Woche in Frankfurt... Einer schreit, nein, Sieg. Das ist crazy. Da habe ich mir dann den King-Titel geholt. Kannst du mir bitte was vorrappen? Das ist schwierig, aber ich habe... Bitte irgendwas. Guck mal, Alexis, ich mach dir einen so irgendwas okay? So mit, Alexis ist die Krasseste, Alexis ist tot! Die Beste, irgendwie sowas. Ich sag so, ich hab, also das kannst du dir anhören zum Beispiel. Ich weiß nicht, wo du gerade dein Handy hast. Chat, ich hätte auf der Stelle einen Freestyle gekickt. Pass auf. Ich hab sogar noch den Part drauf. Lass mich rappen, lass mich kochen. Achi, ich hab kein Fach-Abi. Aber ich hab letzte Woche zum Beispiel einen Song released. Macht einfach Eigenwerbung. Stimmt. Digga, der hier, ne? Gib da stehen mal. Dein Handy aus, aber ich hab letzte Woche zum Beispiel einen Song released. Der macht da einfach so eine Promo, Digga, aus dem Nichts. Einfach Eigenwerbung. Warte mal, was passiert hier? Havana heißt der. Und, also von Freezy halt. Und ja, da habe ich Mucke gemacht so, und das kannst du dir gerne anhören. So. Mhm. Genau. Okay, so kannst du nichts machen. Jetzt gerade schwierig. Aber Alexis, guck mal, ich finde dich auch super nett und so weiter. Aber
Ich glaube, ich habe das gleiche Problem wie so zwei Kollegen hier. Was heißt Problem? Um Gottes Willen, das ist kein Problem. Ja, ja, ja. Aber ich habe halt ein Girl, weißt du. Der ist einfach dahin gekommen. Pack, Promo, Heide Allah, Bruder. Was? Und da ist halt ein bisschen schwierig. Ich danke dir trotz alledem für die erste Runde. Du hast ein Girl? Alexi, ich danke dir trotz alledem vielmals, aber guck, da kannst du gucken, so dass sie zum Beispiel. Und warum genau, machst du denn hier mit? Ich habe die Story gesehen und ich dachte mir eigentlich ganz fresh so, ich wollte das Team und die Jungs mal kennenlernen. Und ich dachte, ja, und nochmal so eine, weißt du? Das wäre vielleicht auch eine interessante. Lockere Promo. Yeah. Er wollte nur promoten. Digga, er ist eine interessante Möglichkeit dafür. Yeah. Er wollte nur promoten. Digga, er ist wirklich hier einfach aber allein deshalb lasse ich drin. Hat dich wirklich. Er hat einfach Revi gedribbelt, Monok. Ja, kann ich verstehen, aber du schockierst mich. Ich habe so viele jetzt, die, so viele Männer sind hier, die wirklich 10 von 10 sind und die habe ich weggeschickt. Und dann erfahre ich, du hast eine Freundin. Das ist echt bitter. Ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, das ist der Moment, wo du vielleicht wieder die Joker-Frage stellen kannst, wo du jemand anderen Tatsache reinbotest. Kann ich jetzt einfach reingehen und sagen, ey, du kannst mich jetzt weiterlassen? So? Renn kurz reinmachen. Ey, das wäre wirklich lustig, wenn du das jetzt crashst. Danke dir trotz alledem vielmals. Hat mich sehr gefreut. Safe. Ist auf jeden Fall sehr cool drauf. Mhm. Und, aber sonst gestaltet sich das echt sehr schwierig. Hast du gerade wirklich jemanden nehmen, der schon einen Girl hat? Ich sag, ich bin schockiert. Ich würde ihn niemals nehmen. Wie gesagt, ich bin immer noch da. So. Nimm den Bruder, der macht das super, ehrlich. Also, ich kann das doch nicht mehr. Du, also, okay, dann nimm jemanden mit dem Girl. Nein, 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 nein. Bruder, weißt du, was das Ding ist, Bruder? Nächste Runde was ist diese. Was ist so für ein Fuchs, Bruder? Er kommt hierher und bewertet seinen Song. Digga, wirklich. Daniel Löwe Morok. Einfach in sein Gesicht. Da kam dann halt wieder das bisschen Dreckige aus mir raus, brüderlich. Ding ist, Bruder, nächste Runde ist diese. Was ist so für ein Fuchs, Bruder? Er kommt hierher und promotet seinen Song. Ja, echt so. Das waren auch meine Gedanken. Helle, Bruder, warte, hör zu. Er ist fertig, er hat sein Album promotet, jetzt ist er durch. Jetzt will er nach Hause. Ich finde das so respektlos auch deiner Frau gegenüber. Du musst dir vorstellen, so, ich dachte mir so, okay, this round ist okay, aber nächste Runde wäre bad, das wäre definitiv einer drüber gewesen. Checks was, schlau, wirklich gut gemacht. Krass, ich habe mich voll in seine Augen verliebt. Du bist ein böser Junge. Alexis, ich danke dir vielmals, aber der Bruder hat es ein bisschen mehr verdient als ich. Guck mal, er wingbankt jetzt stark. Der Bruder kann mit dem Fahrrad um die Ecke fahren. Wir sind füreinander bestimmt. Check das. Nein. Immer noch nein? Nein. Aber du kannst doch keine zwei Jungs im Finale haben. Nee, wir suchen Joker. Du musst dich beraten, wen ich jetzt reinnehme als Joker. Du siehst ja drei Kandidaten, die ich rausgevotet habe. Was glaubst du, können wir jetzt wieder... Der eine war schon... Chat wurde einfach dreimal von Alexis gekorbt. Aber hey, so ist das Leben, ne? So ist das Leben. Der hat schon zwei Der hatte gehabt, schon, so. Ja, der hatte schon zwei. Das ist schon asozial. Ich würde sagen, Jürgen Wilger bist mein Bruder Herzens, weiß ich sehr zu schätzen. Mache. Ich würde sagen, rechts. Hätte ich auch gesagt. Ja. Der BWL-Justus. BWL-Justus. Der war so tot, einfach irgendwen genommen. Ja, BWL-Justus, komm. Alexis. Wurdest du gerade hochgenommen? Also ich bin geschockt. Du hast dich verliebt und dann wollte er so Stock promoten. Ja, ich fand ihn wirklich, also ich fand ihn crazy, am schönsten, also was heißt am schönsten Charakter? Er ist sehr, wichtig, er sah ein sehr hübscher aber Mann. Aber er war ein extrem... Aktiv einfach den Kaktus weggehauen, brüderlich. Ein attraktiver Mann. Also auf jeden vom Fall. Aussehen ist er wirklich eine 10. Voll dein Typ. Aber ich glaube, der war 18 oder so. Man musste mal überlegen, Daniel lachte über diesen Typen, der dreimal rebootet worden ist, aber du aber musst auch dreimal gekommen. Wie kann man denn so eklig sein? Nein, nicht eklig, das ist ein smarter Business-Move gewesen. Ich respekte das. Boah, weiß nicht. Der ist hierher gekommen, connectet sich, hat seine Musik promotet, hat nochmal eine schöne Frau kennengelernt. Ja. Aber er hat mit deinem Herz gespielt, das macht man nicht. Ja, macht keiner spielt mit deinem Herz. Nee. In der letzten Runde datet Alexis ihre drei finalen Kandidaten und muss sich nun für einen Gewinner entscheiden. Und das Ganze im Bett. So. Hallo. Den finde ich gut, er heißt wie ich. Er hat einen coolen Namen. Hast du Fragen an mich? Bisher. Initiative ergriffen, gut. Bravo. Fragen an dich. Keine Ahnung, erzähl mal, ja, weiß nicht, bist du so ein Kuschelmensch? Ja. Okay, dann habe ich eine Frage an dich. Okay. Wir sind hier in einem Bett. Wie stehst du zu Sex beim ersten Date? W. Bin ich dagegen. No-Go, ne? Absolut No-Go. Das ist so. Es ist also... Aber es ist schon mal vorgekommen. Ich habe meine Erfahrung damit gemacht. Er wäre sonst gelogen, wenn ich gesagt hätte, nein, habe ich noch nie gemacht. Aber ich habe für mich so beschlossen, ist einfach gar nichts für mich. Möchte ich einfach nicht mehr nochmal machen. Safe. Weil jetzt möchte ich eigentlich super gerne jemanden kennenlernen. So für immer, für was Langfristiges. Sowieso. Weißt du? Ja. Und ich denke, wenn es beim ersten Mal direkt ins Bett geht, dann
sind die Chancen auf etwas Ernstes. Es ist nicht optimal. Ja, es ist halt schon irgendwie so, die Chancen. Da hat man schon sein Bild von der Person. Ja. Und so. Digga, Alexis hat eigentlich so krasse Werte, was so Beziehungen ehrlich jetzt, ne? Das ist schon krass, Real Talk. Ja, ja. Wie bist du da? Hast du Bock direkt beim ersten Mal? Nein, genau dasselbe, wie was du eigentlich gesagt hast. Es ist, also, wenn es ich kommt sagen vor, würde, es ist aber nicht optimal und dann weißt du schon so, okay, kannst du vergessen. Also für was Langfristiges auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Wann war deine letzte Beziehung? Meine letzte Beziehung? 2020. Boah, wie genau. Wie genau, das ist ein ganzes Jahr, aber ja. Achso, 2020? Das ist 3 Jahre her. Und warum? Also. Ja, bei mir ist auch schon einige Jahre her. Und warum hat es bei dir gescheitert? Sie ist weggezogen. Also inzwischen wohnt sie in Südamerika, also weiß man auch schon, das hätte nichts. Das wäre nichts geworden. Na gut, okay. Weiß ich Bescheid. Easy. Ja, da sehe ich so ein bisschen, ja, ne? Ich glaube, er ist mein Favorite for real. Ja, safe. Hello again. Hello again. Schuhe ausziehen oder geht's mit der MVP? Schon Gentleman. Ja, er ist krass. Ey, wie du dich wohlfühlst. Ist ein fremdes Bett, von daher passt. Ja, passt. So, dritte Runde. Dritte Runde. Jetzt hier im Bett, ne? Bisschen komisch. Komisch, komm. Füße aufs Bett. Das, was man zu Hause nicht macht, mach mal hier mal. Ja, wie groß bist du? Ich bin 1,70. 1,70. Ich bin 1,70. Du bist 1,67. Nee, ich bin 1,64. 1,64? Ja. Okay. Sehr geile Schuhe übrigens. Ja, wie findest du die? Ja, ich liebe Schuhe. Ich habe einen kleinen Schuhtick. Ich hatte auch 3 verschiedene Schuhe an, bevor ich mich für die entschieden habe heute. Echt, ja? Magst du? Warst du heute sehr kritisch mit deinem Outfit? Nee, nur mit den Schuhen immer. Okay. Outfit ist mal relativ leger und locker, ja. Bro, ich finde ihn todessympathisch. Er ist ein sehr cooler Typ. Ich will gerade mit dir ein Bier trinken, wirklich. Ja, Mann, oder? Hast du irgendwie so ein Talent? Talent? Was du so irgendwie mir zeigen könntest? Talent. Irgendwas, Talent. Was du mir vorführen könntest? Boah, da brauche ich Schlittschuh für Eis und Schläger. Ah, Eishockey. Eishockey-Spieler, das wäre mein Talent, ja. Ansonsten, ich kann alles sehr gut, oder vieles gut, aber nichts perfekt, würde ich sagen. Ich wäre so quasi der schlimmste Kandidat für Shark den Raab. Ja, okay. Er hat so richtiges Zahnpasta-Werbungslächeln. Wie alt bist du? Schätz mal, oder sag mal, wie alt? Schätzen? Ja, schätz mal. Komm. Also ich schätze dich alt ein. Du bist nicht mal der Jüngste, aber ist nicht schlimm. Ja. Ich schätze dich auf Mitte 30? Richtig. Ehrlich? Ja, genau richtig. Oh. Mitte 30? Ich fand aber, er hat sich sehr gut gehalten, Chat. Oh, wie gut bin ich? Perfekt. Bis 35? Ich bin 37. 37. Digga, 37 ist geisteskrank. Ja, krass. Ist schon zu alt. Ist noch genau Grenze, ja, würde ich sagen. Ne? Ja, ja, ist noch genau Grenze. Ein Glück, perfekt. Ja, wie sieht deine Mundhygiene aus? Sehr gut. Erzähl mal deine Routine. Meine Mundhygiene, Chat, alle 2 Wochen einmal Zähne putzen, 30 Sekunden. Zähne morgens, abends, alle Tage mal wieder auch mal die Zahnseide und Zahn. Alle Tage mal Zahnseide. Ja. Na gut, okay. Dankeschön. Weiß ich Bescheid. Okay, hat mich gefreut. Ebenfalls. Gentleman. Ja, er ist krass. Na? Na? Die zweite Wahl kommt. Oh. Der hat sich einfach selber zum AD gemacht in der ersten Sekunde. Na? Na? Die zweite Wahl kommt. Du warst ein Joker, ne? Ich war dein Joker. Ja. Alles was Gutes. Perfekt eingesetzt. Ja, perfekt eingesetzt. Darf ich mit Schuhen ins Bett? Ja, natürlich. Okay. Ja. Okay. Der Bruder isst eine Banane mit Messer und Gabel, ja. Bist du ein ordentlicher Mensch? Nein. Außer es kommen Leute vorbei. Ah, scheiße. Bist du ein ordentlicher Mensch? Nee. Ja, ich bin so ein Wildschwein. Sorry, ich bin wirklich ein Schwein. Bei mir. Das Problem ist, ich habe keine Spülmaschine zu Hause. Oh, dann, musst du mit Hand abwaschen? Ja, und dann stapelt sich das immer und dann schiebt man das immer auf, weißt du? Ich habe eine Spülmaschine und stapelt sich trotzdem. Echt? Ja. Ja, dann bist du echt ein Wildschwein. Ich bin echt ein Wildschwein. Wirklich, ganz schlimm. Ja, würdest du so den Part übernehmen, Chat, indem ne? ich sag, ey. Ich sag ehrlich, Chat, ihr müsst, wenn ihr selbstständig seid, ne, und ihr geht auf ein Date, ihr müsst auch immer wirtschaftlich denken. Dann müsst ihr einfach mal auch mal zum Kellner sagen, ich hätte gerne einen Bewirtungsbeleg. Weil das Essen könnt ihr dann absetzen. Das heißt, selbst wenn aus der Kennenlernphase nichts wird, Chat, ihr könnt immer noch das Essen absetzen. Das heißt, ihr seid nicht mit Minus rausgegangen. Komm, Schatz, ich bring das Geld nach Hause und du putzt oder so. Wie viel machst du mit OnlyFans? Oh! Direkt mit dem Fuß durch die Tür, Bruder. Genug? Okay. Was sollte die Frage? Nee, ich denke, ja, schon. Oh, was machst du nochmal beruflich? Habe ich dich gar nicht gefragt. Ich habe dieses Jahr meinen Bachelor in Psychologie gemacht. Oh. Und ich arbeite jetzt ein Jahr und dann gehe ich in den Master. Dann bist du Psychologe? Ja, so halb. Ich brauche einen Psychologen. Ja, wofür? Ja. Wie kann ich behilflich sein? Also bis heute Respekt an jeden, der einen Master macht, Bruder. Nach dem Bachelor, ich würde sagen, Salam Aleikum, passt auf euch auf, bleibt gesund. Für mein komplettes Leben einfach. Oh, okay. Dann muss ich gut, aber ich glaube, das ist nicht gut, wenn Partner auch gleich der Psychologe ist.
Ja, ich mach das eher so hobbymäßig. Boah, stell dich vor, und ihr werdet so die ganze Zeit analysiert und so, das muss doch so scheiße sein. Ja, ja. Weißt du was, ich bin gerade sauer. Nein, eigentlich bist du gar nicht sauer. Ich bin verwirrt. Ey, warte, warum ist deine letzte Beziehung gescheitert? Der war so gut von Samek. Ich denke, weil wir uns nicht richtig geliebt haben. Ganz tiefe Antwort. Mm. Ja, das war's schon. Ja, okay. Okay, gut. Ja. Ja, danke dir. Okay. Boah, stark. War synchron. War gut, war gut, war gut. Wir müssen dieser jungen Dame jetzt helfen, ihren Traum anzufinden. Ja. Alexis, du hast dich jetzt hier tatsächlich auf drei Leute runtergeackert, wenn man das so sagen darf. Ja. Bist du zufrieden erstmal mit deiner Auswahl? Ja, ich bin zufrieden. Wie war es heute für dich? Hat extrem viel Spaß gemacht. Ja. Wenn das dein Dozent hört, mein Dozent ist ein 80, wirklich. Waren alles sehr gute Kandidaten, außer ein paar Ausnahmen, die irgendwie eine Freundin hatten. Das hat ja, kann, ey, das kann ja passieren so. Weißt du, Musikpromotion ist heutzutage eine andere Sache. Song pro Shift, egal. Jetzt sind hier drei Leute, weißt du, was ich meine? Drei Leute, die jetzt hier auf diesem Bett... Ja, also vielleicht sind es auch dann vier Leute gerade, musst du dann sagen, ne? Ja, in Klammern halt. Daniel, Alexis, weißt du, wen du nehmen möchtest? Ja, also ich würde sagen, die Entscheidung fällt mir jetzt gerade echt schwer, weil es sind komplett unterschiedliche Art Männer. Mike ist... Traummann, ne? Ja, ist ein ganz, ganz süßer, aber ich habe das Gefühl, der ist mir nicht selbstbewusst genug. Hä, ich fand, der war überconfident. Nein, ich fand, sie hat recht. Aber ist ein ganz sicher, ich glaube, ist ein extrem doller Charmeur. Tim, der kann mich zu krass analysieren. Ich glaube, wenn er als Psychologe an meiner Seite ist, ja, du hast auch einen wird es krass. Aber andererseits hätte es auch Vorteile. Er würde mich immer wieder so beraten. Du willst so. Nur umsonst Therapie. Ja, das ist. Du hast und, genug Geld. Kevin, ich muss sagen, ich hätte noch nie einen Mann gedatet, der so alt ist. Also, er ist jetzt nicht 100, er ist 37. Digga, die hat ihn einfach zum Opa gemacht, Morok. Ich habe 37. Deswegen ist das super schwierig, aber ich... Aber crazy, wie er seine Hand hält, Chat. Also, das ist schon ein bisschen verrückt. Der Rechte auch, das ist schon... Also, bevor die Jungs hier eine wilde Nummer schieben und auf Alexis scheißen, Bruder, was geht ab? Ich würde sagen, ich lasse mich auf das Abenteuer ein und wähle Kevin. Oh. Verdient! Oh ja! Madrilla, stark, stark. Ey, dann setzt euch bitte hin, macht euer Ding. Das war's von dieser wunderschönen Folge von... Digga, Revi sagt einfach Madrilla. Ich hab's bis heute nicht gecheckt. Ey. Oh ja! Madrilla, stark. Driller. Madrilla, ich hab's nicht gecheckt. Stark. Ey, dann setzt euch bitte hin, macht euer Ding. Das war's von dieser wunderschönen Folge von 15 Versus. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da. Checkt unbedingt alle Leute aus, die sind unten verlinkt. Alexis natürlich auch. Wer warst du? Scheiß Folge, Digga. Kuss, Scheiß Folge. Schau da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Freunde, ich hoffe, euch hat das 15 Versus gefallen, wo ich dabei war. Lasst mir gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo. Dann lasst auch gerne Revis Like, Video, einen Kommentar, Like und Abo da, Freunde. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich küsse euer Herzen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, zusammen. Und kommt in die Streams. Hatte!